Mal weiter. Ja. Ja, also jetzt haben wir ein paar Beispiele, und zwar ja, praxisrelevante Beispiele mit PL1 bewiesen. Ja. Zum einen haben wir ein ganz simples Beispiel aus der Mathematik uns angeschaut, selber von Hand formalisiert und von Hand bewiesen. Dann, und zwar erst intuitiv bewiesen, hier an der Tafel. Dann haben wir es mit Resolution von Hand bewiesen und dann haben wir es den Beweiser machen lassen. Und dann haben wir uns noch ein für Informatiker interessantes Beispiel angeschaut, nämlich Software-Wiederverwendung, ein kleines Beispielchen. Ja. Ich meine, leider muss man sagen, funktioniert das mit der Software-Wiederverwendung auch nur für ja, relativ einfache Programme. Für komplexe Programme ist klar, ich meine, wenn ich ein komplexes Programm habe, dann ist natürlich die Beschreibung des Input-Output-Verhaltens auch komplex und aufwendig. Die Formeln werden größer, Suchraum wird gewaltig groß. Und man hat keine Chance mehr, das abzuwarten, bis der den Beweis dann gefunden hat. Ja? So, okay. Aber es kommen noch ein paar weitere prinzipielle Probleme dazu, die das Ganze ein bisschen unangenehm machen. Ja? Genau, also das wir werden noch nachher gleich den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz anschauen, der uns prinzipielle Probleme in den Weg legt. Und dann werden wir dieser dritte Punkt, für Schließen im Alltag ist PL1 nicht geeignet, da werden wir jetzt nachher auch gleich ein Beispiel sehen. Ja? Also sprich, wir werden jetzt über die Grenzen der Logik reden und uns anschauen, was geht denn nicht und warum geht es nicht. Okay, vielleicht noch ein bisschen ein paar Hinweise auf Literatur. Also es gibt ein nettes Büchlein von Dassow, ich glaube, das heißt Logik für Informatiker. Und der hat da auch noch ein bisschen Modallogik und Temporallogik drin. Ich glaube, darauf werden wir nachher auch noch zu sprechen kommen. Modallogik, Temporallogik. Über Resolution und automatische Beweiser gibt es ein schönes Buch von Blasius und Bürkert. Ich glaube, das heißt Automatisches Theorem beweisen. Und von Bibel gibt es auch ein Buch und dann noch ein altes Buch, aber sehr gut, von Chang und Li. Und dann sollte man vielleicht noch verweisen auf dieses Buch von Götz Rollinger und Schneeberger. Das ist so ein dickes Handbuch, ja, ich glaube, das heißt Handbook of Artificial Intelligence, wo auch über Logik ganz interessante Kapitel drin sind. Gut, ja, also Grenzen der Logik. Klar, zum einen haben wir natürlich das Suchraumproblem, haben wir schon angesprochen. Und jeder, der mit einem automatischen Beweiser einmal versucht hat, selber ein Problem zu lösen, nicht bloß so ein triviales, kleines, winziges Beispiel zu rechnen, was der Prof ohnehin schon probiert hat und gesehen hat, dass es schnell geht, ja, sondern ein eigenes Problem beweisen will, der weiß, was Suchraumproblem bedeutet. Okay, so. Ja, aber jetzt möchte ich mal folgendes Problem hier illustrieren. Zum einen, also die Zahl ist nicht mehr ganz aktuell. Wie gesagt, wir können heute von 100.000 sowas ausgehen. Solche Beweiser schaffen Größenordnung 100.000 Inferenzen pro Sekunde. Interessant ist ja, dass wir Menschen viel, viel, viel weniger schaffen. Also vielleicht, wenn es hochkommt, eine Inferenz pro Sekunde. Ja? Aber wir lösen schwierige Probleme viel schneller. Was heißt wir? Vorsicht. Ich meine, nicht jeder Mensch auf diesem Planeten kann überhaupt irgendwelche mathematischen Sätze beweisen. Ja? Also, dessen muss man sich auch noch im Klaren sein. Das sind
sind Leute, die ganz lang gelernt und studiert haben, zig Jahre lang typischerweise, von der ersten Klasse bis, ja. Und solche Leute können sehr schwierige Probleme aber trotzdem viel schneller lösen als so ein automatischer Beweiser, obwohl die Rechengeschwindigkeit viel langsamer ist. Sprich, das kann nur dann gehen, wenn die Zahl der versuchten Inferenzen, die wir machen, viel, viel kleiner ist. Also der Beweiser, der 100.000 Inferenzen pro Sekunde schafft und vielleicht 10.000 Sekunden lang rechnet, der hat dann 10 hoch 5 mal 10 hoch 4 macht 10 hoch 9, also eine Milliarde Inferenzschritte hat er dann probiert. Das macht der Mensch niemals, ja? Weil der würde eine Milliarde Sekunden brauchen und das ist viel zu lang. Wie machen wir das? Ja, wir benutzen intuitive Kalküle auf höherer Ebene. Das ist wichtig, ja? Also wir tun ja nicht jeden elementarsten Inferenzschritt. Vielleicht haben Sie es gesehen oder auch gespürt bei dieser Gruppentheorie oder bei der Halbgruppensache, die wir da hatten. Das sind ja wirklich elementarste Schritte, die da im Detail ausgeführt werden. Das machen wir nicht. Wir schließen auf viel höherer Ebene und brauchen damit natürlich viel weniger Schritte. Das ist das eine. Wir arbeiten mit Lemmas. Was ist denn ein Lemma? Ein Lemma ist quasi was, ich habe irgendwann irgendwas hergeleitet und das merke ich mir dann. Ja? Das ist einfach, oder auch Sätze. Ja? Das merke ich mir und tue es nicht beim nächsten Mal wieder neu beweisen. Wir benutzen intuitives Metawissen. Ja, und da wird es jetzt natürlich interessant. Und zwar machen wir das, wir Menschen, die das nicht nur beim Beweisen von Theoremen, sondern immer, egal welchen Beruf wir haben, wir haben ganz viel intuitives Wissen, das nicht formal aufgeschrieben werden kann. Ja? Ich meine zum Beispiel als Informatiker das Programmieren. Klar gibt es eine Vorlesung Programmieren und da wird einem runtergebetet, was für Statements die Sprache hat und so weiter. Aber damit kann ich noch lange nicht programmieren. Damit weiß ich, was es für Befehle gibt. Aber dieses, wie löse ich denn irgendein gegebenes Problem und wie finde ich jetzt einen guten Algorithmus, da gibt es auch ein paar Faustregeln. Aber letztlich muss man das lernen und man kann es dann. Und wenn einer fragt, ja, warum hast denn du jetzt da so ein schönes, elegantes, kurzes Programm gefunden, da wird einem die Antwort schwerfallen. Und so ist es beim Beweisen in der Mathematik auch. Die Mathematiker können es halt, aber ich kann Ihnen sagen, ich habe Mathematik studiert, in der Mathevorlesung lernt man darüber nichts. Ja. Ich habe es immer wieder versucht, im Studium die Profs zu fragen, so hinterher ganz staunend hingehe und sage, hey, das ist ja cool, aber sagen Sie mir doch mal, wie findet man denn den Beweis? Ja? Das hätte ich gern lernen. Ja, da kann ich Ihnen leider nichts dazu sagen. So ist es. Ja? Intuitives Metawissen, das ist ja ganz wichtig. Ja? Dieses Finden von dem Beweis aus diesem gigantischen Suchraum. Wie funktioniert das? Ja? Und wir benutzen natürlich Heuristiken. Das sind so, also Heuristiken, das kennen Sie aus der KI, das sind Verfahren, die sehr oft uns in die richtige Richtung führen, aber nicht garantiert, die auch falsch sein können. Ja, und dann bin ich auf dem Holzweg und suche da umsonst ewig lang. Okay, gut. Ja, also das war, ich meine, damals 1987, als ich als Physiker, als junger Physiker zu den Logikern gekommen bin, habe ich genau das auch so gesehen und gefühlt. Ich habe gesehen, wie die da mit so extrem simplen Logikkalkülen rangehen und sagen, heuer, Prädikatlogik erster Stufe ist vollständig, jede wahre Aussage lässt sich beweisen, ist ja cool. Und es gibt formale Beweiser, die einen vollständigen Kalkül korrekt implementieren. Ja, wunderbar. Also Theorem rein, Beweiser loslaufen lassen und der findet irgendwann den Beweis, wenn es einen gibt. Super. Aber über das Rechenzeitproblem, das hat die Logiker wenig interessiert. Ja. Aber mich hat das interessiert und ich habe das auch ausprobiert und ganz schnell gemerkt, das geht nicht. Das ist irgendwie der Beweiser, der startet immer und terminiert nie. Und ich sitze da und warte, bis ich keine Geduld mehr habe.
Und dann habe ich mir das hier überlegt gehabt und gedacht, wie bringe ich diesem Beweiser die Intuition bei, die wir Menschen haben. Und wir Menschen haben das ja gelernt aus Erfahrung. Im Studium bringt uns das ja niemand bei. Also habe ich gesagt, wir tun jetzt diese Heuristiken, die der Mensch benutzt, einmal versuchen, den Beweiser auch lernen zu lassen. Und da haben wir ein Paper geschrieben, also vielleicht war das ja eine meiner Großtaten als junger Forscher, dieses Paper zu schreiben, zusammen mit zwei Kollegen, Schumann und Suttner, indem wir genau diese Idee umgesetzt haben. Und das war damals tatsächlich, das war was ganz Neues. Also das hat vor uns, glaube ich, noch keiner gemacht gehabt. Und zwar war die Idee, die wir verwenden ein lernfähiges neuronales Netz nicht für die Logik, also nicht um jetzt wirklich Resolution zu machen. Das passiert auf der formalen Ebene, aber für die Beweissteuerung, so wie der Mensch das ja auch macht. Wir benutzen auch ein intuitives neuronales Netz zum Finden des Weges. So, und ich meine, das möchte ich hier mal illustrieren. Also wir haben diesen Suchbaum, das heißt, wir haben hier irgendwo initial unser WB und nicht Q. Ja, damit starten wir und jetzt haben wir ja da einen gigantischen Verzweigungsfaktor. Ja, sprich, also jede von diesen Kanten steht jetzt für einen möglichen Inferenzschritt, den ich machen kann. Ja, und dann habe ich nach dem Schritt eine veränderte Formelmenge. Und so geht es ja rekursiv weiter. So. Ja, gut, jetzt machen wir vielleicht an ein paar Stellen einmal den Beweiser noch ein bisschen, den Suchbaum noch ein bisschen größer. Ja, und ein Beweis ist jetzt nichts anderes als ein Pfad in diesem Suchbaum. Also, zum Beispiel dieser Pfad hier. Ja? Und machen wir diese Knoten nochmal alle grün hier in dem Pfad auch noch. So. So, das wäre jetzt ein Beweis. So. Unsere Idee war jetzt die, wir lassen unseren Beweiser, der ja 100.000 Inferenzen pro Sekunde machen kann, einfach einmal losrattern auf einer Formel und irgendwann nach Stunden findet er vielleicht einen Beweis, also sprich diesen grünen Pfad. Und ansonsten findet er halt nichts. Das heißt, er macht ganz viele erfolglose Inferenzschritte. Aber irgendwann findet er vielleicht einen Beweis. Und dann war die Idee, dann sollte er sich merken, welches jetzt die positiven Inferenzschritte waren. Also, ich mache mal hier einfach ein, machen wir das da hier ein Plus daneben, neben diese Knoten, die erfolgreich waren. Ja. Und die Zweige jeweils, die nicht erfolgreich waren, also ich habe hier eine Verzweigung, da habe ich ein Plus und dann haben wir hier Minus. Und so weiter. Also, ja. Und da haben wir wieder ein Plus und hier haben wir ein Minus für den Knoten hier. Und da haben wir zweimal Minus
Und da haben wir minus, 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 minus. So. Und das verwenden wir jetzt als Trainingsdaten. Also wir geben diesen Knoten im Suchbaum Labels und speichern die jetzt als Trainingsdaten. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn jeweils so ein Knoten im Suchbaum? Ja? Ja, so ein Knoten im Suchbaum, also wenn ich hier starte, dann geht es hier ja um unterschiedliche Resolutionsschritte. Ja? Und was ist ein Resolutionsschritt? Naja, da brauche ich zwei Klauseln und die werden unifiziert. Ja? So. Ja. Und gesucht ist ja jetzt so ein Modul, das mir sagt, wenn ich hier 30 Möglichkeiten habe für Resolutionsschritte. Also hier habe ich ein paar von Klauseln, mit denen ich resolvieren könnte, und da habe ich eins und so weiter. Und jedes von diesen Klauselpaaren soll jetzt bewertet werden. Und wir wählen dann die Variante mit der besten Bewertung aus. Das heißt, wir wollen eigentlich so eine Bewertungsfunktion groß B haben. Und zwar, die kriegt als Input sagen wir doch hier mal F-Vektor von C1 geht hier rein und F-Vektor von C2 geht hier rein. C1 ist die erste Klausel als Kandidat für den Resolutionsschritt und C2 die zweite Klausel. Und jetzt müssen wir natürlich noch, Sie wissen, neuronale Netze haben immer eine feste Zahl von Inputs. Ja? Also, was weiß ich, 100 Input-Neuronen. Jetzt muss das ein Vektor fester Länge sein. Das heißt, die Klausel C1 wird durch einen Vektor fester Länge beschrieben. Das sind numerische Features, über die Klausel haben wir da verwendet. Die Länge der Klausel, also wie viele Literale hat die Klausel, wie viele Funktionssymbole kommen drin vor und. Ja? Also so einfache Features über Klauseln. So, da haben wir hier vielleicht 10 Features von der Klausel 1 und da 10 Features von der Klausel 2. Das heißt, unser Bewertungsmodul kriegt als Input einen Vektor der Länge 20. Und als Output liefert diese Bewertungsfunktion einen Wert B von C1, C2. Je höher das B ist, desto eher sind die beiden Klauseln in der Lage, zu einem Beweis zu führen. So, ja, das ist jetzt, wie soll ich sagen, das schreibe ich quasi auf den Wunschzettel drauf. Sowas hätte ich gern zu Weihnachten. Ja? Und jetzt verwenden wir ein Lernverfahren und da drin, da stecken wir jetzt ein neuronales Netz rein oder einen anderen Lernalgorithmus, ist eigentlich egal. Ja? Wir brauchen einen Lernalgorithmus und den trainieren wir. Hier haben wir definiert, wie wir die Features von unseren Klauseln berechnen. Und jetzt brauchen wir zum Trainieren, wir machen Supervised Learning, brauchen wir hier Labels. Das heißt, irgendjemand sollte uns sagen, wie ist denn die Bewertung. Ja? Jetzt könnte man hergehen und sagen, hör gut, wir fragen einen Mathematiker, der gut mit Resolution sich auskennt, und der soll uns immer die Bewertungen angeben. Aber das können Sie vergessen, das geht nicht. Ja? Das kann kein Mensch auf dieser Welt. Und deswegen haben wir das automatisiert und haben gesagt, wir geben, wenn wir einen Beweis gefunden haben, kriegen die positive Labels. Und jetzt wird es natürlich in Numerik umgewandelt. Das heißt, plus ist 1 und das Minus ist 0. So. Das Label schreiben wir in die Trainingsdatendatei so rein. Ja? Also immer dann, wenn ein Zweig zum Erfolg geführt hat, kriegt der eine 1 als Trainingslabel und alle anderen kriegen 0. Und so erzeugen wir eine Trainingsdatei, trainieren ein neuronales Netz, das so Input-Feature-Vektoren auf Bewertungen abbilden kann. Und wenn wir fertig sind mit dem Training, dann verwendet es der Beweiser. Das heißt, wenn er jetzt hier an der Stelle steht
und sich überlegt, soll ich den Resolutionsschritt machen? Was macht er? Er rechnet für die beiden Klauseln den Feature Vector aus, steckt ihn in dieses neuronale Netz rein, kriegt da einen Wert raus, der irgendwo zwischen 0 und 1 liegt und merkt sich den Wert. Also hier steht jetzt vielleicht 0,4 und da steht 0,2 und da steht 0,8. Und dann nimmt er natürlich den mit der höchsten Bewertung. Fertig. Ja. Gut. Das haben wir ausprobiert, jetzt nicht mit dem Resolutionskalkül, sondern mit der Konnektionsmethode oder Model Elimination, aber ist ganz ähnlich zur Resolution. Haben wir ausprobiert, haben das neuronale Netz trainiert und so weiter und konnten zeigen, dass wir gigantische Beschleunigungen von unseren Beweisen gefunden haben. Also wir haben ein Speedup erreicht von so Größenordnung 10.000. Also unser Beweiser war um Pi mal Daumen, das hat variiert, um einen Faktor 10.000 schneller. Erstens. Zweitens konnten wir tatsächlich mit diesem Lernverfahren Formeln beweisen in kurzer Zeit, wo man vorher mit wochenlang Beweiser laufen lassen keine Chance hatte. Also das war eigentlich ein sehr schöner Erfolg. Und es hat auch dann auf der CATE, auf der großen Theorembeweiserkonferenz, hat ein ganz bekannter Mann, Woody Bledsoe, hat gesagt, this might open a door to a new area of theorem proving, so ungefähr. Mittlerweile gibt es natürlich Verbesserungen von diesen Verfahren und so weiter. Aber der große Durchbruch ist leider nicht gelungen. Ja. Die Tür ist vielleicht geöffnet, aber der Durchbruch ist trotzdem nicht gelungen. Ja. Und warum, da werden wir jetzt nachher gleich drüber sprechen. Okay, also die Lösung oder eine Lösungsmöglichkeit heißt, ich habe schon mal angesprochen, interaktive Systeme, dieser Beweiser Isabel von Nipkow und Co. Es gibt auch andere Bestrebungen, da gibt es so einen Omega-Beweiser von Siegmann, der ist Professor Siegmann, ist auch ein ganz wichtiger Mann in der deutschen KI. Oder MKM, das ist auch so ein interaktiver Beweiser. Also die drei hier, das sind alles Systeme, bei denen das Ziel ist, quasi einem Mathematiker zu helfen, Beweise zu finden, so halb interaktiv. Okay, und ich meine, ein auch interessanter Weg sind natürlich so Computeralgebra-Systeme, die mit symbolischer Mathematik umgehen können, aber die kann man eigentlich nicht als Theorembeweiser bezeichnen. Da sind letztlich steckt da ein Termersetzungssystem drin und da sind ganz klare Regeln, nach denen man Formeln vereinfachen kann, aber wirklich einen Beweis finden, suchen tun die nicht. Okay, so. Ja, aber jetzt müssen wir mal reden über die fundamentalen Probleme, die wir haben in der Logik. Ja? Und zwar, also erst einmal fangen wir nochmal mit den guten Nachrichten an. Wir haben gezeigt, es gibt korrekte und vollständige Kalküle und auch Theorembeweiser für Prädikantenlogik erster Stufe. Vielleicht noch kurze Bemerkung. Wir wissen, was ein korrekter und vollständiger Kalkül ist. Ja? Wenn ich einen Kalkül habe, der korrekt und vollständig ist, dann heißt es, dass die Wahrheit einer Formel äquivalent ist zur Beweisbarkeit. Also ich kann jede wahre Formel beweisen und alles, was ich beweisen kann, ist wahr. Ja, das ist wichtig. Das brauche ich natürlich, sonst kann ich mit so einem Beweiser, Vorsicht, mit so einem Kalkül nichts anfangen. Also Resolution zum Beispiel haben wir gezeigt, ist korrekt und vollständig. So. Ein Theorembeweiser, wie zum Beispiel der E-Prüfer, bei dem kann man sich auch fragen, ist der korrekt und vollständig? Ja? Und da muss man, klar kann man natürlich sagen, das weiß ich doch, weil der macht Resolution und Resolution ist korrekt und vollständig. Vorsicht, was kommt da? Es kann natürlich sein, dass der Beweiser doch nicht vollständig ist. Warum?
was könnte da passieren? Programmierfehler, ganz genau, klar. Also um jetzt Korrektheit und Vollständigkeit eines Beweisers zu zeigen, muss man natürlich noch mehr tun. Man muss im Prinzip zeigen, die Resolution ist an allen Stellen mit allen Feinheiten richtig implementiert. Okay, wenn wir so einen Beweiser haben, dann kommt die schöne Aussage, jeder Satz, also jede wahre Aussage kann in endlicher Zeit bewiesen werden. Wunderbar, super. Aber jetzt kommt natürlich die kritische Gretchenfrage. Was ist denn, wenn die Aussage nicht wahr ist? Darüber wissen wir gar nichts. Wir wissen nichts. Wenn wir uns nochmal den Gödel'schen Vollständigkeitssatz oder auch die Vollständigkeit der Resolution vor Augen führen, dann ist die Aussage im Wesentlichen bei der Vollständigkeit, jede wahre Aussage ist beweisbar. Aber da geht es nur um wahre Aussagen, also um Tautologien. Wenn ich eine Tautologie reinstecke in meinen Beweiser, dann findet er auch nach endlicher Zeit einen Beweis. Ich meine, abgesehen davon, dass die endliche Zeit vielleicht Millionen Jahre sein könnte, aber immerhin. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn ich eine Formel reinstecke in den Beweiser, die nicht wahr ist, die keine Tautologie ist. Was ist denn dann los? Da haben wir keinen Satz mehr, der uns da irgendwas garantiert. Und tatsächlich ist es so, es kann passieren, dass der in einer Endlosschleife hängt. Und zwar nicht nur deswegen, weil wir zu wenig Geduld haben, sondern weil das Problem nicht entscheidbar ist. Prädikatlogik erster Stufe ist nicht entscheidbar, ja, ist nur halb entscheidbar. Ja. Wir werden das sauber noch formalisieren jetzt im Rest von TINF. Problem heißt halb entscheidbar, wenn eben für, jetzt intuitiv gesagt, die Hälfte der Fälle, nämlich für die positiven Beispiele, der Algorithmus nach endlicher Zeit terminiert. Aber für die anderen kann es sein, dass wir nie eine Antwort kriegen. Und diese unangenehme Eigenschaft hat PL1. Und das ist für die Praxis. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, Sie wären ein Mathematiker und würden so ein Tool verwenden. In der Vorlesung ist das wunderbar, so wie ich das jetzt hier mache. Weil ich tue natürlich hier nur Sätze verwenden, die wahr sind. Über falsche Sätze, die interessieren uns nicht in der Lehre. Ist ja klar, ich will Ihnen doch keine Unwahrheiten beibringen. Aber wenn ich als Forscher quasi Mathematik treibe, und da habe ich irgendwann eine Vermutung. Es gibt ja heute auch noch unbewiesene Vermutungen. Zum Beispiel die Riemannsche Vermutung, ganz wichtige Vermutung, die bringt die Zahlentheorie und die Funktionentheorie zusammen. Wunderbar, wunderbare Sache, ich hätte schon fast gesagt Satz. Aber leider eine unbewiesene Vermutung. Naja, und bei unbewiesenen Vermutungen, da wissen wir halt nicht, was Sache ist. Und das kann eben auch sein, dass die Vermutung keine wahre Formel ist. Dann werfen wir das Ding in den Beweiser rein. Der rennt in die Endlosschleife und das ist sehr unangenehm. Ja, darüber muss man sich einfach auch im Klaren sein. Also hier nochmal als Satz formuliert, die Menge der allgemeingültigen Formeln der Prädikatenlogik erster Stufe ist halb entscheidbar. Ja, halb entscheidbar nochmal, da geht es um so eine Ja-Nein-Frage. Es geht um die Frage, gehört eine gegebene Formel aus PL1, gehört die zur Menge der allgemeingültigen? Also ist das eine Tautologie? Das ist die Ja-Nein-Frage. Und auf diese Ja-Nein-Frage
Da wissen wir, es gibt einen Algorithmus, der im Ja-Fall immer nach endlicher Zeit Ja ausspuckt. Aber im Nein-Fall mir vielleicht gar nichts sagt. Ja, und das ist natürlich schon unangenehm. Also vor allem, weil der im Nein-Fall in eine Endlosschleife laufen könnte. Wissen Sie, wenn ich irgendwie eine Zeitschranke hätte, wenn ich sagen könnte, okay, aber nach einer Stunde, der Algorithmus braucht höchstens eine Stunde, ja, dann wäre es entscheidbar. Dann würden wir eine definitive Aussage haben nach einer Stunde. Okay, gut. Also, das ist die schlechte Nachricht. Eine kleine gute Nachricht, die Aussagenlogik ist entscheidbar. Und das wissen wir, das können wir auch leicht beweisen. Warum? Ja, weil wir die Wahrheitstafelmethode haben. Und weil es für eine aussagenlogische Formel mit n Variablen 2 hoch n Belegungen gibt und die können wir alle in 2 hoch n Zeit durchprobieren. Bei PL1 geht es nicht mehr. Also wir merken da auch wieder, und das werden wir in TINF auch wieder oft sehen, wir haben angefangen mit der Aussagenlogik als einfache Sprache und haben die jetzt erweitert, und zwar kräftig erweitert. Ja? Wir haben Relationen hinzugefügt, also Prädikate, Funktionen hinzugefügt und Quantoren hinzugefügt. Und das macht die Sprache zum einen komfortabel. Wir können richtig schön Dinge formalisieren. Aber leider geht unser Formalismus kaputt. Ja. Gut, und jetzt kommt die nächste schlechte Nachricht. Die Prädikatenlogik erster Stufe, die ist jetzt schon halb entscheidbar, aber reicht eigentlich immer noch nicht aus. Tatsächlich brauchen wir in der Mathematik und auch in anderen Wissenschaften noch mehr als Prädikatenlogik erster Stufe. Wir brauchen Logik höherer Stufe. Logik zweiter Stufe zum Beispiel. Um solche Formeln hinzuschreiben. Für alle P aus P von N folgt P von N plus 1. Warum ist denn das keine Formel der Prädikatenlogik erster Stufe? Sieht ja ganz banal und simpel aus. Ist doch alles PL1, oder? Wir haben einen Allquantor, Implikation, ein Prädikat. Das ist eine Formel zweiter Stufe. Was ist in PL1 nicht erlaubt, was wir hier machen? Vielleicht lesen wir uns mal den Satz, den da in grün drüber durch. Wenn ein Prädikat, muss das natürlich heißen, wenn ein Prädikat P von N für N gilt, so gilt auch P von N plus 1. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor, dieser Satz aus der Mathematik? Genau. Das ist eigentlich die Formalisierung des Induktionsprinzips. Ja? Wenn ich also irgendeine Formel, eine Aussage für n bewiesen habe, dann gilt sie auch für n plus 1. Ja? Wobei bei der vollständigen Induktion, es muss außerdem noch gelten p von 1. Ja? Wir müssen es für n gleich 1 bewiesen haben. Und dann müssen wir diese Implikation, also so wie sie unten als Formel steht, müssen wir auch noch zeigen. Ja?
Und dann haben wir die Aussage für alle n bewiesen. Okay, und das ist eigentlich genau dieses Induktionsaxiom. Also für alle Prädikate P, wenn P für n gilt, dann gilt es auch für n plus 1. So, und warum ist das jetzt nicht mehr PL1? Oh, Rekursion ist kein Problem, das dürfen wir schon machen. Der Alpha auf das P. Was ist da nicht gut? Sieht das auf dem Prädikat bezieht? So ist es. In PL1 dürfen wir nur über Variablen quantifizieren, aber nicht über Prädikate. Und wo ist denn da das Problem? Naja, die Variablen, das sind Objekte unserer Sprache. Ich meine, gut, die Prädikate auch. Aber wenn ich über Prädikate quantifizieren kann, dann kann ich ja quasi, ich kann dann in PL1 über Formeln in PL1 reden. Ich meine, das ist doch eine Aussage. Für alle Formeln P, ja, wenn P für N gilt, dann auch für N plus 1. Das heißt, ich rede hier in der Prädikatlogik erster Stufe über alle Formeln in der Prädikatlogik erster Stufe. Unter anderem auch über die Formel. Ja? Das heißt, es ist quasi eine Formel, die über sich selber reden kann. Und dieser Selbstbezug, der führt zu ganz üblen Problemen. Und das möchte ich jetzt auch noch kurz thematisieren. Also wenn wir Formeln haben, die über Formeln reden können, dann geht es erst recht kaputt. Ja? Dann gilt nämlich nicht einmal mehr unser Gödel'scher Vollständigkeitssatz, ja? Sondern dann gilt der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz. Also dieser Kurt Gödel, ich kann es nicht oft genug sagen, war ein dermaßen genialer Mann. Der hat in den 30er Jahren, ich glaube das war Anfang der 30er Jahre, hat er einen Gödel'schen Vollständigkeitssatz bewiesen. Da hat er gezeigt, was man mit PL1 machen kann. Aber der Mann hat auch sofort die Grenzen erkannt. Der hat nämlich dann gegen Ende der 30er Jahre hat er den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz bewiesen. Und das war tatsächlich noch eine viel größere Leistung. Und zwar hat er da gezeigt, es gibt sobald ich ein bisschen über PL1 rauskomme und die Sprache ein bisschen mächtiger wird, gibt es wahre Aussagen, die nicht beweisbar sind. Für PL1 alles paletti. Jede wahre Aussage ist beweisbar. Aber sobald ich ein bisschen die Sprache auch nur mächtiger mache, gibt es wahre Aussagen, die nicht beweisbar sind. Und das ist natürlich übel. Stellen Sie sich das mal vor, eine Mathematik, in der es wahre Aussagen gibt, aber wir werden nie in der Lage sein, die zu beweisen. Das heißt, wir werden gar nie wissen, ob sie wahr sind. Aber es ist tatsächlich so. Unsere Mathematik ist unvollständig. Das heißt, es gibt in der Mathematik wahre Aussagen, die man nie beweisen können wird. Okay, also hier steht er jetzt, der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz. Ja? Und zwar ganz konkret jetzt, ganz konkret formuliert. Und zwar, jedes Axiomensystem für die natürlichen Zahlen mit Addition und Multiplikation, das nennt man auch die Arithmetik, ist unvollständig. Das heißt, es gibt in der Arithmetik wahre Aussagen, die nicht beweisbar sind. Also er redet hier jetzt nicht über Logik höherer Stufe, sondern er redet über die Arithmetik. Ja? Also wann immer ich irgendwie, zum Beispiel mit Prädikatlogik höherer Stufe oder sonst irgendwie, aber sobald ich einen Formalismus habe, mit dem ich
die Arithmetik beschreiben kann, also das Rechnen mit natürlichen Zahlen, sobald ich das in einem Formalismus beschreiben kann, ist der Formalismus unvollständig. Das heißt, es gibt wahre Aussagen, die nicht beweisbar sind. Das heißt, darin steckt natürlich auch sofort, dass wir die Arithmetik in PL1 nicht beschreiben können. Also das Rechnen mit natürlichen Zahlen können wir in PL1 nicht beschreiben. Ich meine, das vielleicht fangen wir mal an, ein bisschen haben wir das vielleicht hier, ne, an der Tafel die Arithmetik in PL1 zu formalisieren. Also das Rechnen mit natürlichen Zahlen, was für Rechenregeln gelten denn für natürliche Zahlen? Da schreiben wir mal ein paar hin, nicht alle. Naja, wir haben eine Addition und wir haben eine Multiplikation. Ja? Das steht doch hier, Addition und Multiplikation. Also, dann können wir zum Beispiel schreiben, für alle x und für alle y muss gelten x plus y gleich y plus x. Ja? Die Kommutativität der Addition. Und es gibt dann e, sodass für alle x gilt e plus x ist gleich x. Was ist denn das? Das ist die 0, genau. Das ist das neutrale Element, haben wir ja heute schon mal gerade gehabt, bezüglich der Multiplikation. Und so weiter. Also, und diese ganzen Rechenregeln, Assoziativgesetz, Distributivgesetz und so weiter, lässt sich alles wunderschön ganz einfach in PL1 hinschreiben. Aber das reicht nicht, um Arithmetik zu treiben. Und warum reicht es nicht? Hier eine Folie zurück. Deswegen. Weil wir das Induktionsaxiom in PL1 nicht hinschreiben können. Und um Beweise mit natürlichen Zahlen zu machen, brauchen wir vollständige Induktion. Weil wir wollen ja beweisen, dass irgendwas für alle natürlichen Zahlen gilt, und da gibt es eben viele Sachen, die man nur mit Induktion beweisen kann. Aber das Induktionsaxiom, das sehen wir hier sehr schön, das ist ein Axiom höherer Stufe. So. Und jetzt war, das ist natürlich noch mehr Genialität, hat der Gödel sich gesagt, okay, also wir wollen keine Logik höherer Stufe, weil das macht alles irgendwie kaputt. Das hat der schon gemerkt. Und hat dann gesagt, wir versuchen, also wir nehmen jetzt nicht an, dass wir höhere Stufe haben, sondern er hat gesagt, vielleicht können wir ja die Arithmetik irgendwie anders beschreiben. Ohne Induktionsaxiom. Vielleicht kann das ja einer. Also hat er gesagt, ich nehme ja mal an, ich könnte die Arithmetik formalisieren, und hat dann gezeigt, dann ist es kaputt. Das ist genau der Satz. Jedes Axiomensystem für die natürlichen Zahlen, egal wie ich die formalisiere, wenn ich das schaffe, wird es unvollständig. Das heißt, es gibt wahre Aussagen, die nicht beweisbar sind. So. Und also der Beweis für diesen Satz, der ist alles andere als trivial, das kann ich Ihnen sagen. Ja? Also da geht es ziemlich formal zur Sache. Ja. Und es gibt ein Buch, hier haben wir es, glaube ich, nicht stehen, oder? Moment. Doch, hier steht's. Jawohl. Es gibt jetzt ein Buch, in dem der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz halbwegs anschaulich und für normale Menschen verständlich beschrieben ist. Das ist dieses Buch Grenzen der Mathematik von dem Kollegen Hoffmann.
Und zwar, das ist der gleiche Hoffmann, dessen Buch ich ja auch verwende für den nächsten Teil von TINF. Ja? Und das Buch ist relativ neu, ich glaube, das kam letztes Jahr im Sommer raus. Na, wo steht denn das? Das Jahr? 2011, okay. Also ist jetzt grob 2 Jahre alt. Und im Wesentlichen geht es in dem Buch nur darum, den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz zu beweisen. Ja? Ich meine, das heißt Grenzen der Mathematik, aber das ganze Buch arbeitet eigentlich darauf hin, den Unvollständigkeitssatz zu beweisen. Also, Sie sehen, wie lang oder dick der Beweis ist. Ja? Ist hochinteressant. Also das Buch, man muss nicht den Beweis wirklich komplett durchlesen. Da hat es ganz viele sehr schöne, interessante Sachen über die Mathematik drin in dem Buch. Ja? Auch das ist eine Meisterleistung vom Kollegen Hoffmann, weil sowas gab es davor auch noch nicht. Ein Buch, in dem versucht wird, halbwegs anschaulich den Unvollständigkeitssatz zu beweisen, wobei gegen Ende wird es dann schon auch noch richtig formal. Ja. Okay, ich möchte jetzt mal versuchen, in ein paar Worten so die Idee rüberzubringen von dem Beweis. Aber das geht natürlich jetzt nur so ganz, ganz grob und schematisch. Ja. Und zwar, also ganz wichtig für den Gödel'schen Beweis ist die sogenannte Gödelisierung. Und diese Gödelisierung, die werden wir auch in TINF noch ein paar Mal brauchen. Ja. Und zwar... Gut, und das ist jetzt wiederum die Idee von der Gödelisierung. Das ist für uns Informatiker, die liegt uns gar nicht so fern. Und zwar, Gödelisierung ist, naja, besteht darin, eine prädikatlogische Formel durch eine Zahl auszudrücken. Ja? Und zwar, wichtig ist, wir wollen eine invertierbare Abbildung von Formeln auf Zahlen haben. Also quasi eine Nummerierung. Die Frage ist die, können wir alle PL1-Formeln nummerieren, durchnummerieren? Ich meine, wenn das geht, also wenn ich sagen kann, das ist die Formel Nummer 1 und das ist die Formel Nummer 2, 3, 4 und so weiter, dann haben wir schon einen ganz großen Schritt erreicht. Ja. Genau, also werden wir gleich ansprechen, was wir dann damit machen. Das geht übrigens natürlich nicht immer. Nicht jede Menge lässt sich quasi gödelisieren durch eine invertierbare Abbildung auf die natürlichen Zahlen herstellen. Warum? Das geht nur für abzählbare Mengen. Zum Beispiel die Menge der reellen Zahlen lässt sich nicht durchnummerieren. Die rationalen, die lassen sich nur durchnummerieren. Die liegen zwar auch dicht auf dem Zahlenstrahl, aber die lassen sich nur durchnummerieren. Aber die reellen nicht mehr. So, und aber PL1, die PL1-Formeln lassen sich auch nur durchnummerieren. Und das wiederum heißt, es sind abzählbar viele. Die Menge, quasi die Anzahl der PL1-Formeln, ist nicht größer als die Menge der natürlichen Zahlen. Ist zwar unendlich, aber nicht so groß unendlich, dass es nicht mehr geht. So, und jetzt hat der Gödel, der hat eine coole Formel sich überlegt. Muss er überlegen, der hat in den 30er Jahren gelebt. Ja? Damals gab es noch keine Informatik, keine Bits und Bytes und so weiter. Ja, wie würden wir denn das machen? Ich meine, für uns ist das irgendwo klar, oder? Ich meine, ich nehme eine Formel, irgendeine Formel, hier, so eine Formel.
Und jetzt gehe ich noch her und tue das wirklich als mit ASCII-Code beschreiben. Da gibt es leider dieses Existenzquantorzeichen nicht. Dann schreibe ich halt hin exists. Exists. Und jetzt kommt ein blank for all. Achso, sorry, da. Exists E. Also blank, klein E, blank for all, blank X, blank und so weiter. Den Rest, das ist ja ASCII. Ja? So. Ja, und jetzt gehen wir her und kodieren das Ganze binär. Und dann kriege ich hier einen Binärcode mit, keine Ahnung, ein paar hundert Bits. Und diese paar hundert Bits schreibe ich hintereinander hin. Und interpretiere das Ganze als Zahl. Und dann habe ich eine natürliche Zahl. Und das können wir für jede Formel machen. Oder? Klar. Das können wir für jede Formel machen. Ganz egal, wie groß oder wie lang die ist. Wir können jeder Formel eine Nummer zuordnen. Ja, interessant wird natürlich, das Ganze muss ja wieder umkehrbar sein, weil wir wollen ja Beweise führen mit diesen Nummern. Ja? Also da haben Sie dann eine Zahl, was weiß ich, 17 Trillionen irgendwas. Und jetzt ist die Frage, ist das eine Tautologie, 17 Trillionen irgendwas? Das heißt, wir müssen auch wieder irgendwie in der Lage sein, aus der Zahl die Formel rückwärts zu rekonstruieren. Geht es? Ja, und zwar wie? Indem es einfach wieder von binären ASCII-Zeichen werden. Genau, also erst einmal machen wir aus unserer natürlichen Zahl wieder einen Binärcode und den Binärcode können wir ja byteweise, das ist simpel, das ist absolut simpel, byteweise wieder interpretieren. Okay. Der Gödel hat, wie gesagt, damals noch keine Bytes gehabt. Da waren wir ja weit davon entfernt, über Bytes reden zu können und über Binärcodierung. Der hat sich was ganz anderes überlegt, was also eigentlich genial. Der hat dann so Formeln als Produkte von Primzahlpotenzen hingeschrieben. Und da konnte er auch zeigen, dass, also da hat er wirklich, werden wir auch noch sehen, das werden wir in TINF noch sehen, wie man das macht. Ja? Da werden wir eine so Formel sehen. Okay, gut. Ja, und jetzt, das reicht ja aber noch nicht, diese Gödelisierung. Aber er hat die, also dadurch, dass wir die Gödelisierung haben, können wir ja jede Formel als Zahl ausdrücken. So. Und das Interessante ist jetzt das, wenn jede Formel eine Zahl ist und wir über die Arithmetik reden, und in der Arithmetik geht es ja um natürliche Zahlen. Ja? Wenn ich jetzt also in der Lage bin, die Arithmetik zu formalisieren, und zwar mit Arithmetik wiederum, dann kann ich Formeln hinschreiben, die über Formeln reden. Weil in der Arithmetik rede ich ja über Zahlen. Und Formeln sind ja nichts anderes als Zahlen, haben wir gerade gesehen. Also kann ich Formeln hinschreiben, die über Formeln reden. Wie gesagt, Vorsicht, das ist jetzt kein Beweis. Der Beweis braucht so viele Seiten, ja? Und ist sehr formal. Aber er ist am Ende in der Lage, folgende Aussage hinzuschreiben. Also das ist eine Formel, die über sich selber redet. Eine Formel, die die Aussage hat, ich bin nicht beweisbar. Und die kann man in der Arithmetik hinschreiben.
Also rein mit Arithmetik kann man diese Formel hinschreiben, die über sich selber redet. Ich bin nicht beweisbar. Ja, und damit sind wir fertig. Wenn wir das geschafft haben, dann sind wir eigentlich fertig. Weil jetzt haben wir eine wahre Formel, die nicht beweisbar ist. So, ich meine, da, jetzt muss ich mich auch nochmal kurz hinsetzen, weil ja, warum ist die Formel wahr? Ja, weil sie nicht beweisbar ist. Schauen Sie, nehmen wir mal an, die Formel wäre nicht beweisbar. Naja, dann ist klar, ich sagte ja aus, ich bin nicht beweisbar, also ist sie wahr. Wenn sie nicht beweisbar ist, dann ist sie wahr. Und wenn wir annehmen, die Formel wäre beweisbar, dann haben wir bewiesen, sie ist nicht beweisbar. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Also kann die Formel nicht beweisbar sein? Weil die Annahme, dass die Formel beweisbar ist, zum Widerspruch führt. Wenn wir annehmen, die Formel ist beweisbar, dann haben wir ja bewiesen, dass sie nicht beweisbar ist. Okay, gut. So viel zum Gödel'schen Unvollständigkeitssatz. Und wie gesagt, ich kann eigentlich jedem empfehlen, wenn er mal irgendwie übrige Semesterferien hat, sich das Buch zu nehmen. Ja? Also ich habe mal irgendwie ein paar Wochenenden das Buch studiert. Ich habe jetzt nicht alle technischen Details im Kopf, aber es ist richtig schön. So, also, was haben wir jetzt geschafft? Wir haben einen Formalismus, nämlich die natürlichen Zahlen zusammen mit Addition und Multiplikation, der so mächtig ist, dass ich offenbar wahre Aussagen formulieren kann, die nicht beweisbar sind. Und damit wird das Ganze unvollständig. Und wieder haben wir praktisch das, wir haben angefangen mit Aussagenlogik, dann sind wir zur Prädikatenlogik gegangen und jetzt noch einen kleinen, winzigen Schritt weiter, nämlich zu den natürlichen Zahlen, wo wir so ein bisschen höhere Stufe reinbringen können und schon wird es unvollständig. Und das ist eigentlich schon irgendwie für uns Mathematiker, Theoretiker total frustrierend. Also das war schon ein Hammerergebnis, was der Gödel da geliefert hat. Auch vor dem Hintergrund des Hilbert'schen Programms, was ich schon mal erwähnt habe. Der Hilbert hat ja auf der Weltausstellung 1900 so ein Programm aufgestellt und hatte vor allem die Hoffnung, die Mathematik würde sich komplett formalisieren lassen. Ja? Weil man hat ja da Logik schon gehabt und hat dann die Vision gehabt, das, was der Gödel gemacht hat, nämlich einen Gödel'schen Vollständigkeitssatz. Aber was der Hilbert sich nicht gewünscht hat, war natürlich der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz. Ja. Also das ist einfach der Hammer, dass sowas, aber so ist halt die Welt strukturiert. Ja. Und das ist für uns Informatiker natürlich genauso frustrierend wie für die Mathematiker, weil uns Informatiker interessieren formale Sprachen. Und natürlich wollen wir formale Sprachen haben, die sehr mächtig sind, in denen wir ganz tolle Dinge formulieren können. Aber wenn die Sprache so mächtig wird, dann knallt's. Werden wir bei den formalen Sprachen das sauber sehen. Wir werden sehr schön sehen, wenn wir von den Chomsky-Typ 3 Sprachen über Typ 2, 1 zu 0 Sprachen kommen. Bei den Typ 0 Sprachen sind wir wieder hier angelangt. Ja? Das ist leider, also das, und das war die Arbeit von Turing und dann später Chomsky und anderen Theoretikern, die das Gleiche auch gezeigt haben. Ja, aber so ist es leider.
Gut. Sprachen, die mächtig genug sind, führen zu solchen Widersprüchen. Ja? Zum Beispiel die Mengenlehre. Die Mengenlehre ist genauso eine unvollständige Theorie. Die Mengenlehre ist wunderschön. Das ist der Formalismus, der heute in der Mathematik verwendet wird, aber ist unvollständig. Wir haben die gleichen Probleme. Funktioniert ganz gut, aber ich meine, wir haben diesen Unvollständigkeitssatz. Der gilt natürlich auch für die Mengenlehre, weil die Mengenlehre natürlich noch viel mächtiger ist. Ja, gut. Also in der Mengenlehre, da sind so Axiome drin, die uns da Probleme bereiten. Da können wir jetzt hier aus Zeitgründen auch nicht drauf eingehen, aber das ist auch ein interessantes Thema. Okay, so. Jetzt möchte ich wieder zurückkommen zu PL1. Und ein paar eher praktische Problemchen aufzeigen, die wir mit PL1 haben. Zum Beispiel, ja, man könnte es natürlich auch als ganz cooles Feature ansehen. Mit PL1 können wir Pinguine fliegen lassen plötzlich. Ja? Aber leider nur in PL1 und nicht in der realen Welt. Ja? Also, wir haben hier diese Aussagen. Tweety ist ein Pinguin, Pinguine sind Vögel und Vögel können fliegen. Und jetzt formalisieren wir das in PL1, Pinguin von Tweety, Pinguin von X, Pfeil Vogel von X, Pfeil Fliegen von X. Naja, drei Resolutionsschritte und wir haben abgeleitet Fliegen von Tweety. Ja. Schauen Sie hier, Resolutionsschritt Nummer 1 führt uns zu Vogel von Tweety. Resolutionsschritt Nummer 2 führt uns zu Fliegen von Tweety. Es sind, sorry, nicht drei, zwei Resolutionsschritte. Naja, ich meine, gut, da werden Sie vielleicht sagen, naja, ich meine, wenn man solche Regeln hinschreibt, dann kann man das auch folgern, ist doch klar. Ja. Aber das wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja nicht eine Logik haben, mit der wir ableiten können, dass Tweety fliegen kann. Weil der ist ja schließlich ein Pinguin. Klar, ich meine, ist doch klar, woran es liegt. Woran liegt es? Oder? Der Regel ist halt nicht richtig. Vogel von X, Pfeil fliegen von X. Das gilt nicht für jedes X. Genau. Und wie können wir denn das korrigieren? Da ein Existenzkontur davor. Es gibt X, Vogel von X, Pfeil fliegen von X. Ja, dann ist es richtig. Bloß so viel hilft uns das ja auch wieder nicht. Wenn man uns jetzt die Frage stellen, kann der Tweety fliegen, dann wird die Antwort sein, ich weiß es nicht. Wir würden die Frage ja schon gern korrekt beantworten können, nämlich würde man gern sagen können, der Tweety kann nicht fliegen. Also wie müssen wir jetzt unsere Wissensbasis erweitern, sodass das rauskommt? Es gibt viele Möglichkeiten. Ja. X impliziert nicht fliegen von X. Genau, das könnte man zum Beispiel hinschreiben. Pinguine können nicht fliegen. Ja. Oder wir könnten einfach hinschreiben, Tweety kann nicht fliegen. Nicht fliegen von Tweety können wir hinschreiben. Also gibt es viele Möglichkeiten. So, jetzt gehen wir auf die nächste Folie. Ah ja, hier erst einmal, da kann er fliegen. Und also das, genau, das ist ja gerade auch vorgeschlagen worden. Wir schreiben hin, Pinguine können nicht fliegen. Als zusätzliches Axiom. Und dann können wir tatsächlich ableiten, nicht fliegen von Tweety. Ist klar, oder? Also nochmal zurück. Pinguin von Tweety. Und dann haben wir die Regel, Pinguin von X nicht fliegen. Also können wir dann sofort in einem Schritt ableiten, der Tweety kann nicht fliegen. Ist ganz simpel und trivial. Ja? Ist das dann aber nicht ein Widerspruch? So ist es. Das ist ein Widerspruch. Weil das hier, das können wir immer noch ableiten. Das ist das Problem.
Wir können nicht Fliegen ableiten, aber Fliegen können wir immer noch ableiten. Ja, und jetzt haben wir die Sauerei natürlich perfekt. Jetzt wissen wir gar nichts mehr. Kann er jetzt fliegen oder kann er nicht fliegen? Oder in anderen Worten, unsere Wissensbasis ist widersprüchlich. Und das wissen wir ja schon, das ist gar nicht gut. Weil wenn die Wissensbasis widersprüchlich ist, dann können wir alles herleiten. Also das sollte man tunlichst vermeiden, dass die Wissensbasis widersprüchlich ist. Okay. Ich möchte das Problem jetzt nochmal unter einem anderen Blickwinkel anschauen. Und zwar, ein Mensch würde sagen, du bist doch blöd, wenn ich dir sage, Pinguine können nicht fliegen, dann darfst du hier natürlich nicht mehr so einfach weiterschließen. Weil du weißt ja, Pinguin ist zwar ein Vogel, aber weil wir wissen, der Pinguin kann nicht fliegen, müssen wir das natürlich irgendwo hier im Hinterkopf haben und dürfen den Schluss nicht mehr machen. Ja? Aber ich bin da stur. Ich sage, das ist PL1, da steht's, also kann ich es ableiten. Und diese Eigenschaft, das ist die Monotonie einer Logik. Ja? Und hier haben wir die Definition. Eine Logik heißt monoton, wenn für eine beliebige Wissensbasis WB und eine beliebige Formel Phi die Menge der aus WB ableitbaren Formeln eine Teilmenge der aus WB vereinigt Phi ableitbaren Formeln ist. Ja. Und warum heißt es Monotonie? Was heißt denn in der Mathematik Monotonie? Was ist eine monotone Funktion? Die immer nur steigt oder nur wächst. Genau. Also nur steigt oder nur fällt. Aber eine monoton wachsende Funktion, da kann es nie runtergehen. Ja? So, das heißt, eine monoton wachsende Funktion sieht irgendwie so aus. Die kann sehr wohl einmal ein Plateau haben, wo es auch waagrecht ist, aber es darf nie runtergehen. Ja? Wenn wir das waagrecht verbieten, dann wäre es streng monoton. Aber wir reden hier über monoton. So, und in unserem Bild ist jetzt aufgetragen, wie nehmen wir das? Hier sind jetzt praktisch Formeln aufgetragen. Schreiben wir mal hin, Formeln. Ja? Und zwar, wenn ich hier eine Formel Phi1 habe und da habe ich eine Formel Phi2, hier und da, dann muss gelten, die eine ist eine Teilmenge von der anderen. Ja? Also wenn wir hier nach rechts gehen, dann machen wir unsere Formelmenge immer größer. So, nach oben tragen wir auf. Die ableitbaren Formeln. Und dieses Diagramm sagt jetzt aus, wenn ich meine Formelmenge vergrößere, dann kann ich hinterher alles ableiten, was ich vorher konnte. Also wenn wir die beiden vergleichen, hier konnten wir so viel ableiten und hier können wir jetzt mehr ableiten. Aber alles, was ich hier beweisen konnte, kann ich hier auch noch beweisen. So, und das ist ja genau die Eigenschaft. Wir haben jetzt was Neues hinzugetan, nämlich diese Regel. Damit können wir ableiten, nicht fliegen, aber das Alte geht immer noch. So,
Das heißt, wenn ich eine monotone Logik habe, dann können wir das Tweety-Problem nicht lösen. Weil wir wollen ja eigentlich das, was vorher galt, dass da bestimmte Sachen plötzlich nicht mehr gelten. Also eigentlich wollen wir eine nicht monotone Logik haben. Aber alles, was wir bisher entwickelt haben in PL1, ist monoton. Das ist das Problem, das wir haben. Ja, okay. Ja, das Problem haben wir. Aber wir machen einen neuen Versuch. Und zwar schreiben wir jetzt diese neue Wissensbasis hin. Also Pinguin Treaty, Pinguin von X. Pinguine sind Vögel, das ist noch nichts Neues. Und jetzt? Jetzt sagen wir, wenn was ein Vogel ist und kein Pinguin, dann kann das fliegen. Und außerdem sagen wir, Pinguine können nicht fliegen. Ja, was halten Sie davon? Können wir jetzt noch ableiten, dass der Tweety fliegen kann? Nein. Können wir nicht. Weil für den Tweety werden wir nie das Nicht-Pinguin beweisen können. Das brauchen wir aber für Fliegen. Ja, wunderbar. Also ist doch Problem gelöst. Was hat denn der für ein Theater? Da macht er Riesentheater und Problem und monotone Logik und so weiter. Geht doch alles gut mit der monotonen Logik, oder? Wir kriegen jetzt ein neues Problem. Das zwar den Tweety nicht stört, aber andere. Und zwar, wir kriegen ein Problem, zum Beispiel mit dem Raben Abraxas. Jetzt haben wir ein neues Objekt. Abraxas. Und wir haben ein Prädikat Rabe. Und wir wissen außerdem, Raben sind Vögel. Also ich meine, das ist Biologie, das lerne ich im Biologieunterricht. Raben sind Vögel und jetzt kommt unsere alte Wissensbasis. Und welches Problem haben wir denn jetzt mit der Wissensbasis? Ich möchte eigentlich beweisen, dass der Abraxas fliegen kann. Vielleicht sind Raben Pinguine, ja? Und das wissen wir leider nicht. Oder hat Ihnen jemand gesagt, ob Raben Pinguine sind? Jetzt mal im Ernst. Vermutlich hat Ihr Biologielehrer das nicht gesagt, oder? Dass Raben keine Pinguine sind. Und dann haben wir natürlich ein Problem mit, hier, mit der Anwendung von dieser Formel. Weil wir wissen nicht, ob Raben Pinguine sind oder nicht. Okay, also, das heißt, was irgendwie hat unser Biologielehrer hier was falsch gemacht. Ja? Der hat da die falschen Formeln uns ins Heft geschrieben. Was müsste denn der Biologielehrer hier noch mit dazu schreiben? Nein, Vogel und Rabe, das ist völlig uninteressant, weil wir wissen sowieso, dass alle Raben Vögel sind. Also das ist redundant. Das Rabe kein Pinguin. Genau, so ist es. Also schreiben wir das vielleicht mal hin. Wir bräuchten noch die Formel Rabe von X, Pfeil nicht Pinguin.
von x. So, würde uns das helfen? Bitte? Zumindest für der Rabe. Für der Rabe hilft uns das, weil dann können wir diese vorletzte Formel anwenden und können beweisen, dass dieser Abraxas fliegen kann. Problem gelöst, oder? Für andere Tiere nicht. Erstens hilft uns das nur für den Raben. Und nicht für andere Tiere. Zweitens, jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt noch mehr Ausnahmen. Also irgendwelche Vögel, die nicht fliegen können. Was haben wir denn hier hingeschrieben? Wir haben hingeschrieben, dass der Rabe kein Pinguin ist. Damit das jetzt für die ganze Welt funktioniert, müssen wir hinschreiben, der Rabe ist kein Pinguin und ist kein Löwe und ist kein... Also wir müssen alle Nicht-Eigenschaften da hinschreiben. Das ist ja ein völliger Müll. Ja? Das ist ein totaler Müll, aber wir müssen es eigentlich tun. Warum funktioniert denn das im Biologieunterricht? Der Biologielehrer hat uns ja nie gesagt, dass der Rabe kein Pinguin ist. Dass der Mensch schon so weiß. Ja, woher weiß er das? Ist das angeboren oder was? Metawissen? Ja, ja, woher kommt das Metawissen? Erfahrung oder Dinge. Ich gehe halt nicht gleich davon aus, dass noch irgendwas ist, sondern denkt sich erstmal nicht, bis man was anderes bewiesen bekommt. Also, ja, ich meine, die. Hier bei den Logikern wird das als Default-Logik bezeichnet. Ja. Da gibt es halt so solche Defaults und Moment, wo haben wir denn, was sind denn jetzt die Default-Regeln? Ja, genau. Hier, das hier wäre eine Default-Regel. Pinguin von X, Pfeilvogel von X. Eigentlich ist das hier die Default-Regel. Vogelpfeil fliegen. Ja? Der Default ist, per Default können alle Vögel fliegen. Außer, wenn ich jetzt noch was dazu sage. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Arten von Regeln. Das hier ist eine Default-Regel, die kriegt dann so ein Label groß D. Ja? Und das merke ich mir immer. So. Und jetzt, wenn wir jetzt da hinten sind, wo sind wir? Hier. Ach so, hier steht sie jetzt nicht mehr drauf, aber wir müssten die extra nur zusätzlich mit hinschreiben als Default-Regel. Vogel, Pfeil, Fliegen. Ja? Also wir haben diese Regel und die Default-Regel. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche wende ich an im Einzelfall? Und da lautet dann die Vorschrift, immer erst die Default-Regel probieren. Ob die sich, oder? Moment, langsam halt. Nee, umgekehrt. Ja? Immer erst die anderen Regeln probieren. Wenn die sich anwenden lässt, wunderbar, dann leiten wir ab, fliegen. Also wenn es eben kein Pinguin war. Oder? Nee, wie ist jetzt das? Nee. Dann würde ja nur in dem Fall, wenn es ein Pinguin ist, würde die Form ja mit wahr mit falsch zurückgehen. Ansonsten würde ja immer auf die Default. Ja, sonst habe ich ja, wenn ein Rabe kein Wissen, ob es ein Pinguin ist oder nicht, dann würde er auf die Default springen, oder? Genau, ja, sorry. Also diese, wir dürfen eigentlich nicht mehr über diese Lösung reden. Sondern ja, auch das hier, wir würden
Ja, also wir müssen tatsächlich hierher zurückgehen. Und das ist die Default-Regel. Vogel, Pfeil, Fliegen. Ja? Also wenn wir jetzt quasi, wenn es uns um die Frage nach Fliegen geht, da müssen wir hier den Klauselkopf anschauen, dann gibt es eine Default-Regel und dann gibt es vielleicht auch andere Regeln, Ausnahmeregeln. Ja? Also zum Beispiel, das haben wir hier gehabt, oder? Genau. Pinguin von X-Pfeil nicht fliegen. Ja? Das wäre jetzt eine Regel, die höhere Priorität hat, die den Default überschreibt. Das ist keine Default-Regel und das andere ist eine Default-Regel. Ja? Und wir hätten dann Regeln mit zwei verschiedenen Prioritäten. Ja? So, und tatsächlich gibt es auch solche Default-Logiken, um das Problem zu lösen. Ja? Leider hat sich das auch nicht so richtig schön durchgesetzt mit diesen Default-Logiken, weil die zu anderen formalen Problemen geführt haben. Okay, aber wir haben jetzt ein paar Ansätze mal angeschaut, um das Problem zu lösen. So. Das Problem äußert sich aber auch nochmal in einer etwas anderen Form, ja, als das sogenannte Frame-Problem. Also das Frame-Problem ist sehr verwandt mit unserem Tweety-Problem, aber ist nochmal ein bisschen was anderes. Und zwar, wir wollen jetzt quasi so Planungsaufgaben lösen mit Logik. Ja? Also wir wollen uns überlegen, welche Aktionen müssen wir ausführen, damit irgendwas passiert. Zum Beispiel, um ein Haus anzustreichen. Und jetzt haben wir ein Prädikat, Farbe, zweistellig, Farbe von Haus, blau, soll heißen, dieses Haus hat die Farbe blau. Ja? Und jetzt haben wir ein Prädikat anstreichen von Haus, rot. Ja? Und das ist nichts anderes als, ich gebe dem Haus die Farbe rot. Und jetzt haben wir diese Regel, anstreichen von x, y, Pfeilfarbe von x, y. Also wenn ich ein Objekt x mit der Farbe y anstreiche, dann hat hinterher das Objekt auch diese Farbe. So, ja, und jetzt haben wir ein ganz ähnliches Problem. Wir haben ein rotes Haus und streichen das Blau an und hinterher ist es rot und blau. Ja klar, weil die Logik monoton ist, das hier, das können wir nicht rückgängig machen. Wenn wir eine monotone Logik haben, gilt es immer. Wenn das Haus einmal rot war, ist es immer rot. Und da merkt man es natürlich, dass hier eine monotone Logik zu unserer Welt gar nicht so recht passt. Weil wir wollen natürlich Objekten, Eigenschaften auch wieder wegnehmen können. Ja? Das ist bekannt als das sogenannte Frame-Problem. Ja, okay. Gut. Oder auch nicht so gut. Ja. So, und jetzt, jetzt schauen wir uns noch kurz eine andere Idee an, wie wir das Problem auch angehen könnten. Und zwar, indem wir jetzt weggehen von unserer binären Wahr-Falsch-Logik und hin zu einer probabilistischen Formulierung. Also wir haben jetzt immer noch die Regel Vogel von X, Pfeil fliegen von X, aber die ist jetzt nicht mehr eine unumstößliche Wahrheit, sondern die dürfen wir auch mal verletzen. Das heißt, wir sagen, die Wahrscheinlichkeit für Vogel, Pfeil fliegen ist 99%. Und diese Wahrscheinlichkeit, die holen wir aus der Biologie. Also da fragen wir halt irgendeinen erfahrenen Biologen oder schauen in der Literatur oder sonst wo nach und dann können wir die empirisch bestimmen, diese Wahrscheinlichkeit. Ja? Noch besser ist es übrigens jetzt, das Ganze mit bedingten Wahrscheinlichkeiten hinzuschreiben. Also P von Fliegen unter der Bedingung Vogel ist 99%. Das ist wesentlich besser und praxistauglicher als das da oben. Ja? Und das sind formal, sind die, ja?
So, und damit haben wir eigentlich jetzt den Bogen gespannt zum Kapitel Schließen mit Unsicherheit in der KI. Also mit Hilfe, ich meine, das kennen wir ja aus dem Kapitel Beißnetze, so bedingte Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Ja. Das heißt, wir können hier komplexe Welten hinschreiben mit ganz vielen verschiedenen solchen bedingten Wahrscheinlichkeitsregeln und so weiter. So. Und vielleicht können Sie sich nur erinnern, dass wir damals, als wir das gemacht hatten, die Beißnetze und vor allem auch die Maxent-Methode hergeleitet haben, da hatten wir das Tweety-Beispiel so formalisiert. Ja? Und also wir nehmen tatsächlich die Regeln alle, wie sie sind, und die einzige, wo wir was abändern, ist hier. Wir ersetzen hier die 1, also 1 wäre klassische Logik, ja? Durch 0,99, und unser Tweety-Problem ist gelöst. Unser Tweety-Problem ist tatsächlich gelöst. Ja? Und das ist natürlich eine sehr schöne Methode, um das Problem zu lösen. Und man kann auch zeigen, dass wir quasi ganz viele solche Default-Probleme, die mit monotoner Logik sich nicht lösen lassen, dass die sich mit so einem probabilistischen Formalismus sehr elegant lösen lassen. Gut, ja. Was haben wir denn jetzt hier gemacht an der Stelle? Wir haben jetzt quasi unsere Logik erweitert, indem wir, ja nicht indem wir Wahrheitswerte zwischen 0 und 1 zulassen. Nein, nein. Hier, wenn wir darüber reden, dann gibt es immer noch nur wahr oder falsch. Also, dieser Tweety kann entweder fliegen oder nicht. Aber dass der ein 99% Flieger ist, nö, das gibt es nicht. Also entweder fliegen oder nicht, nur die zwei Wahrheitswerte gibt. Wir reden über die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein gegebenes Objekt die Eigenschaft hat oder nicht. Ja? Also unsere Variablen sind immer noch binär. Wir reden über Wahrscheinlichkeiten. So. Und jetzt gibt es aber eine ganz andere Formalismus, nämlich die Fuzzy-Logik, die macht gerade das andere. Die redet nicht über Wahrscheinlichkeiten, sondern die macht jetzt die Variablen stetig. Das heißt, bei der Fuzzy-Logik, da ist es dann tatsächlich so, eine Fuzzy-Variable fliegen wäre dann was, der eine kann halt gar nicht fliegen, das sind Objekte, die gar nicht vom Boden abheben können, was weiß ich, Schnecken zum Beispiel, aber eine Katze, die so ein bisschen mal abheben kann vom Boden, da würde dann halt das Fliegen schon nicht mehr 0 sein, sondern 0,02 oder so, ja? Und ein Tier, das noch höher springen kann und so weiter. Und Hühner, die vielleicht so ein bisschen flattern können, die hätten dann 0,5. Und ja. Aber es ist was ganz anderes, so eine Fuzzy-Variable. Und das Interessanteste ist natürlich die Kombination. Die Kombination aus Fuzzy-Variablen, also stetige Variablen und Wahrscheinlichkeiten. Und das ist zum Beispiel bei dem Wetterbericht. Ja, wie soll ich sagen, ein Wetterbericht für Techniker und Wissenschaftler würde eigentlich das beides kombinieren. Wenn ich zum Beispiel wissen will, heute Nachmittag, wie wird das Wetter sein? Naja, dann kann man sagen, ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen regnen. Und das wäre dann ja sowas wie, P von Regen gleich 0,3 ist gleich 0,8. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es schwach regnen wird, ist 80%.
Aber das reicht mir natürlich immer noch nicht. Wenn der schon so anfängt im Wetterbericht, dann stelle ich natürlich die Frage, aber mich interessiert eigentlich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es stark regnen wird. Also ich will wissen, P von Regen gleich 0,9 ist gleich Fragezeichen. Das will ich wissen. Ja, und wenn ich schon solche Fragen stelle, dann will ich es natürlich für alle Werte von Regen wissen. Und damit bin ich dann bei stetigen Wahrscheinlichkeitsdichten sowas hier. P von Niederschlagsmenge gleich X ist gleich Y. Und dann sieht es so aus. Die Regenmenge von links nach rechts aufgetragen, nach oben die Wahrscheinlichkeitsdichte, dann habe ich alles. Ja? Also eigentlich müssten Wetterberichte so aussehen. Ja, nicht das blöde Gelaber immer ewig lang, sondern da müsste dann drinstehen, der Fernseher, der müsste natürlich wissen, dass ich in Ravensburg bin. Und dann würde er mir für den Ort Ravensburg diese Kurve ausspucken. Ja? Und das nur zu einer Uhrzeit, bestimmten Uhrzeit. Wie gesagt, für Leute, die mit so Zeug umgehen können, wäre das eigentlich der richtige Wetterbericht. Und dann schaue ich einmal drauf und ich weiß alles. Ja? Und ja, tatsächlich gibt es ja auch schon so Wetterberichte, wo zum Beispiel für jede Uhrzeit vom Tag, immer im 2-Stunden-Abstand, die Regenwahrscheinlichkeit angegeben ist und dann noch so eine Regenmenge in Millimeter. Ja? Das geht ja schon in die Richtung. Okay, aber tatsächlich wäre das natürlich der richtige Formalismus. Also stetige Variablen und Wahrscheinlichkeiten dazu. Also stetige Variablen dann, wenn es eben Sinn macht. Bei Fliegen macht es wahrscheinlich keinen Sinn, aber bei Niederschlag macht es wohl einen Sinn. Okay, gut. Ja, jetzt machen wir aber dann Schluss demnächst. Hier nur kurze Zusammenfassung oder Vergleich bezüglich verschiedenen Formalismen. Aussagenlogik, da haben wir 2 Wahrheitswerte, wahr und falsch, Wahrscheinlichkeiten gibt es nicht. In der Fuzzy-Logik haben wir unendlich viele Wahrheitswerte, keine Wahrscheinlichkeiten. In der diskreten Wahrscheinlichkeitslogik, da haben wir 2 oder vielleicht mehr diskrete Werte von Variablen, Wahrscheinlichkeiten sind ausdrückbar. Und in der stetigen Wahrscheinlichkeitslogik haben wir unendlich viele Wahrheitswerte und können Wahrscheinlichkeiten ausdrücken. Und damit ist das natürlich ein ganz cooler, mächtiger Formalismus. Ja. Was ich jetzt noch ein bisschen unterschlagen habe, ist natürlich, dass wir hier als Formeln, als Argumente von den Wahrscheinlichkeiten nur aussagenlogische Formeln erst einmal drin haben. Ja. Prädikatlogik haben wir hier eigentlich noch nicht drin. Aber es gibt heute auch Forschungsgebiete, wo es genau darum geht, hier prädikatenlogische Formalismen herzunehmen. Und dann sind wir im Prinzip hier. Dann haben wir so eine stetige Wahrscheinlichkeitslogik, in der wir im Prinzip alles, oder nicht alles, aber sehr viel und sehr mächtig ausdrücken können. Aber ich meine, es war sicher nicht erstaunlich, wenn ich dann jetzt sage, aber da kriegen wir natürlich wieder üble Rechenzeit, Probleme und so weiter. Also solche Kalküle, die sind nicht effizient implementierbar. Für bestimmte Spezialfälle sehr wohl, wenn man zum Beispiel, und das kennen Sie aus der Mathematik, für bestimmte Formen von so Wahrscheinlichkeitsdichten geht das Ganze gut. Also wenn das Normalverteilungen sind, das liegt daran, dass da die Mathematik ganz einfach ist und so weiter. Aber für beliebige Wahrscheinlichkeitsdichten wird es dann richtig unangenehm. Okay, gut. Ja, damit machen wir Schluss und beim nächsten Mal machen wir dann Prolog, Logikprogrammierung.